war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, ein gar garstiger König namens Lapsus der XII., der über das kleine Metallerreich herrschte. Er beherrschte seine Untertanen mit großer Willkür und Ungerechtigkeit, denn er war es, der allein bestimmte, welche Minnesänger und Barden an seinem Hofe aufspielen durften, wodurch es ab und zu bedauerlichen Zwischenfällen kam. Dennoch machten sich vier wackere, wenn auch ärmlich gekleidete Knappen auf, dem König ihr Liedgut vorzutragen, auf das er es wohlwollend prüfe. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Warum? Das kann nicht sein. Warum? Dieses eine Mal. Nur einmal. Wir bitten euch. Her! Na gut. Jetzt passt mal auf, ihr Kackwürmer. Nur weil ich heute mal einen besonders guten Tag habe, stelle ich euch jetzt eine Aufgabe, damit ich selbst ein bisschen Spaß bei dem Scheiß habe. Ihr müsst vier Aufgaben erfüllen und dabei gegen echt coole Typen aus meinem Schloss antreten. Gegen meine Vasallen. Und ich sag euch, da habt ihr keine Chance. Habt ihr mich verstanden? Ob ihr mich verstanden habt? Alsdann ließ König Lapsus einen Festschmaus herrichten, auf das die wackeren Helden sich mit dem Ritter von der schlechten Figur zu messen haben. Kriegen von mir den schwedischen Trichter verpasst. Nun galt es, gegen den Ritter der Synapsen zu bestehen. Prüfung ließen die Vasallen ihren König schmählich im Stich. Ficken! Das gibt's doch nicht! Während der König neue Ränke schmiedete, trafen unsere Helden in der Schenke auf den Ritter des Metbauches. Thank you.
Lapsus hatte nicht mit dem großen Durst der jungen Barden gerechnet. Während der König haderte, wurde der Gewinn eingefordert. Der Sieg ist unser. Nun spielt auf! Doch Lapsus der Trollste war ein schlechter Verlierer und so kam es zu einem Schwertkampf auf Leben und Tod.